Der fliegende Frosch. Es war einmal ein großer Frosch, der hauste in einem Teich zusammen mit einer Schildkröte. Eines Tages hörten sie zu ihrem Schrecken, dass ihr Teich trockengelegt werden sollte. Da besprachen beide, was zu tun sei. Ja, ihr glaubt vielleicht, dass eine Schildkröte nicht reden kann, aber na, das stimmt gar nicht. Sie spricht nur sehr leise und man muss ein gutes Ohr haben, wenn man sie verstehen will. Und das hatte der Frosch. Die Schildkröte beschloss, in den Süden auszuwandern, in jene fernen Länder, wo es immer warm ist und wohin im Winter die Vögel fliegen, um unserer Kälte zu entfliehen. Was aber sollte der Frosch machen, der so an seine Heimat hing? Von den Wildenten hatte er einmal gehört, dass einige Kilometer weit ein schöner See liege, wo man herrlich leben könnte. Aber wie kam man dahin? Der Frosch hätte doch bestimmt Monate gebraucht und sich außerdem sicherlich noch verirrt. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich der Frosch von der Schildkröte, die unerschrocken ihre weite Reise antrat. Sie brauchte ja keine Angst zu haben. Sie hatte ja einen Panzer. Ihr konnte niemand was tun. Und außerdem war sie bei den Menschen sehr beliebt. Aber er, der Frosch, hinter ihm waren sofort alle her, sobald man ihn erblickte. Er konnte unmöglich über Land reisen. Adieu, Schildkröte, lass es dir gut gehen. Und so trennten sich die beiden. Und als am Abend die Wildenten in den Teich einfielen, hörten sie den armen Frosch jammern und sein Leid klagen. Dann komm doch mit uns. Wir fliegen morgen früh zum See, trösteten ihn die Enten. Aber ich kann doch nicht fliegen wie ihr. Und das wisst ihr ganz genau. Recht hat der Frosch, ihr Freund. Sie mussten ihm helfen. Aber wie? Aber der Frosch mit seinem großen Kopf ist bekannt als ein großer Denker. Also zog er sich ins Gebüsch zurück, um ungestört zu überlegen. Und da kam ihm ein großer, ungeheurer Gedanke. Und flugs hüpfte er aus dem Schilf, um den wartenden, hilfsbereiten Wildenten seinen Vorschlag zu machen. Ich weiß jetzt, was wir tun. Zwei von euch müssen ein Stück Schilfrohr in die Schnäbel klemmen und dann kann ich mich daran aufhängen. So wie es Kinder tun, wenn sie an der Turnstange Klimmzüge machen. Versteht ihr? Aber ihr dürft nicht schnattern oder husten, denn sonst fällt euch das Rohr aus den Schnäbeln und ich bin verloren. Nun, 30 Kilometer einen Frosch durch die Luft transportieren, das ist eine Arbeit, nach der man sich nicht drängt. Aber da die Enten nun einmal versprochen hatten zu helfen, so taten sie es auch. Die Enten nahmen also eine Rute ins Maul, der Frosch hängte sich dran und los ging's. Sie flogen über Felder, Wiesen, Wälder, über Berge und Täler. Aber der Flug war für alle sehr anstrengend. Und schließlich taten dem Frosch die Vorderbeine, mit denen er sich an dem Rohr festhielt, so weh, dass er sich schon fallen lassen wollte. Aber da kam in höchster Not ein neuer Gedanke. Mit letzter Kraft machte der Frosch einen Klimmzug und klammerte sich jetzt mit seinem Maul an die Stange. Das ging besser, denn er hatte sehr starke Kiefer. Die Vorderbeine waren aber nach dem Klimmzug so erschlafft, dass sie müde runterhingen und er sie vor Schmerzen gar nicht mehr bewegen konnte. Jetzt hieß es aufgepasst, denn wenn er nur einmal sein Maul aufmachte, würde er hinabstürzen. Und diesen Sturz würde er nicht überleben. Im Übrigen war er sehr stolz auf seine große Idee, wie ein Vogel durch die Lüfte zu fliegen. Da die Wildenten langsam müde wurden, flogen sie jetzt tiefer. Das war dem Frosch auch angenehmer, denn da oben hatte er ja fast einen Höhenrausch bekommen. Und jetzt konnte er auch besser beobachten, was sich unter ihm abspielte. Und so entdeckte der Frosch auf einmal einen Bauernwagen auf der Landstraße. Und neben dem Bauern und seiner Frau saß die Schildkröte, die ein Stück Weges mitgeholt wurde. Und der Bauer schaute nach oben und rief, »Sieh nur, der Frosch kann fliegen!« »Du bist ja verrückt«, rief seine Frau, »das ist doch kein Frosch. Der käme doch nie auf einen solch klugen Gedanken.« Auch die Schildkröte wackelte ungläubig mit dem Kopf. Als das der Frosch hörte und sah, da war er aber beleidigt. So beleidigt, dass er laut hinunterrief,
Natürlich bin ich ein Frosch und habe einen klügeren Kopf als du. Aber das waren seine letzten Worte, denn er hatte ja sein Maul geöffnet und war hinabgestürzt. Aber zum Glück landete er in einer Pfütze. Die Schildkröte kletterte vom Wagen und wollte ihn schon beerdigen. Aber da merkte sie, dass er noch lebte. Doch leider blieb er sprachlos, denn der Sturz hatte ihn doch arg mitgenommen. Und wie gern hätte er doch allen jetzt erzählt, wie er mit seinen Wildenten durch die Luft geflogen sei. Aber im Moment war er froh, dass er überhaupt noch lebte und dass er auf dem Rücken der Schildkröte bis zum See kam, wo er sich wieder erholen konnte. Und da er nicht mehr sprechen konnte, musste jetzt die Schildkröte von seinem Flug erzählen. Aber ihr glaubte niemand. Und den Frosch hielten alle für einen Angeber, dem es vor lauter Lügen die Sprache verschlagen hatte.